Jumbo, meine Flüte und ahoi, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Zusammen mit dem guten Toni. Hallo. Und wir unternehmen jetzt eine kleine Zeitreise zusammen. Genau. Und zwar aufgrund dessen, dass mein Hauptziel es ist, dass diese eine Playlist, die Föderations-Playlist, die ist, die mal wirklich alle Folgen vom Spiel beinhaltet, ja, und nicht nur mal eine Playlist für das, eine Playlist für das, und ne, sondern dass ihr hier mal straight durchgucken könnt. Mhm. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen was nachholen für. Und zwar starten wir bei Der Krieg von gestern mit der Kern der Sache. Den temporalen Botschafter, den werde ich, wenn ihr diese Folge guckt, schon einmal wieder als Singleplayer nochmal gespielt haben. Oder wollen wir den zusammen daddeln? Parallel. Nee, das macht auch keinen Sinn, oder? Hm. Das ist halt ein bisschen doof, weil du kannst nicht genau sagen, wer wo ist. Und du siehst halt immer nur einen. Dann fangen wir mit Kern der Sache an. Also, der Krieg von gestern. Kern der Sache. Daniels hat ungewöhnliche temporale Aktivitäten im romulanischen Raum des 23. Jahrhunderts entdeckt und benötigt ihre Hilfe. We've detected significant temporal activity in the Glorndon core system, circa the 23rd century. I'm going to investigate it, and I'd like you to join me. We believe the Nakul are involved, along with a planet killer. A doomsday machine. If so, we need to stop them at all costs. I'll provide your ship with holographic camouflage. It's best if the Romulans of that time don't see a vessel from the future. Okay, akzeptieren wir mal. Yep. Oh, ich kann von hier aus direkt dahin transporten, du auch? Ja, ich auch. Wunderbar. Ich auch. Dann. So, ja, wie gesagt, warum ich das mache, es fehlen halt die kompletten Dominion-Folgen in dieser Playlist drin. Ich habe auch festgestellt, es fehlten einige aus diesem Temporalbereich, weil die in der nicht existenten Agents of Yesterday Playlist hätten sein können, aber die sind in der Star Trek Specials Playlist, wo auch Folgen drin sind wie, keine Ahnung, kurze Funny Clips, wo mal irgendein Bug aufgelistet war oder Raumschiff-Videos. Es ist also, wer es wirklich komplett chronologisch durchgucken will, der darf sich gerne auf meinen 1000 Playlists dann da austoben, aber ich denke, wenn wir das hier mal in einer zusammenfassen, ist auch mein innerer Monk dann wieder zufrieden. Oh, guck mal, was du fliegst die Highlighter-Klasse, wollte ich gerade sagen. Die USS, ja genau, Highlighter-Klasse. New Orleans? Was, die New Orleans-Klasse? New Orleans, ja genau, deswegen habe ich sie USS Baton Rouge genannt, weil es passt eigentlich zu New Orleans. Das weißt du jetzt mehr als ich, obwohl ich Ami bin, aber ich habe keine Ahnung, was Baton Rouge ist. Eine Stadt da unten. Achso, okay. Ja, Highlighter genau. Deswegen, weil die hat so aufgeklebte Textmarker da oben und unten dran kleben. Also. Genau. Ich hatte erst also überlegt, ob ich die modernen Dinger nehme, aber die haben mir nicht gefallen. Ich glaube, okay, Classic all the way. Classic all the way, genau. Fliege ich auch Classic. Genau. Excelsior Klasse. Beziehungsweise zumindest die Refittete für Kinofilme. Genau. Ja. Kommt erst in Dienstagklasse. Die Dienstagklasse. das mit den Planeten lassen wir jetzt einfach mal da hingehen. Ja, klar. Das ist langsam zu kleines. Ja. Beginn, Kern der Sache. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ja, je älter die Missionen werden, desto mehr kommt durcheinander. Dafür räumen wir jetzt die Playlist auf. Immerhin eine Sache. Wir sind angekommen, was machst du? Okay, wir sind angekommen, Emerald. Die holographische Tarnung von Dennis ist online. Für die Romulaner dieser Zeit sind wir in einem Warbatter Chalice-Klasse. Ausgezeichnete Arbeit, Daniels. Thank you. I've also transmitted files that will establish your cover identity as Tal Shiar security operatives. You'll need to put this data into their local network before entering the research facility, however. There's a comms satellite nearby that you can use to accomplish this. Verstanden. Waren die nicht mal früher grau? Ja,
Habe ich mich eben auch gerade gefragt. Okay. Naja, gut. Eigentlich waren die grau. Bloß bei Enterprise waren sie dann grün. Ja, da sahen sie auch einen Ticken anders nochmal wieder aus, aber... Ja, da sahen sie mega, mega modern aus, ja. So, und dann nochmal die Tanshiya-Referenzen. Datenübertragung abgeschlossen. Unsere Tanshiya-Identitäten sind in ihrem System und sollten einer Prüfung standhalten. Ich erwarte eine Menge Angst und Abscheu von ihrem Personal, Admiral. Unangekündigte Besuche vom Tanshiya sind kein Grund zur Freude. Hoffen wir einmal, dass der Ruf des Tanshiya uns gegen Verdächtigungen schützt. Ich finde diese, oh, wir haben den Planetenkiller erfasst. Er könnte inaktiv sein. Ich empfehle einen genauen Scan. Tal Shiar Vessel, cease all sensor scans of the device immediately. You do not have the proper clearance. Eieiei, was sind der für Augenklappen, ey? Machen Sie ja wie ein Tonfall, na cool. Wir werden Ihre Wünsche respektieren. Für den Moment. Okay. Mal weiter an den Planeten ran. Mir ist nie aufgefallen, dass der Planetenkiller irgendwie von innen geleuchtet hat. Im Spiel oder in der Serie? In der Serie. Please transmit your security credentials. Das ist auch, glaube ich, geschuldet der Remastered-Überarbeitung. Ich bin der Meinung, im Original hat er auch nur dann geleuchtet, wenn er im Angriff war oder als das Shuttle oder die Constitution, glaube ich, wie das Schiff hieß, genau, da reingejagt haben, aber... Genau, an dieser Stelle möchte ich sagen, ich finde es wunderschön, dass das Schiff gekrisselt weg ist. Dieses TOS-Gekrissel, was wir hier früher hatten. Oh, stimmt. So schön klarer Weltraum. Oh, nice. Aber dezent schwarz von unten, das Schiff, muss ich mal sagen. Also von unten fehlt irgendwie sämtliche Beleuchtung. Ja. Ja. Es spart auch mal massive Ressourcen hier in der Aufnahme dann. Ich weiß noch, dass die Dateien damals riesig waren. Krissels, weil das Programm nimmt ja nur die Veränderungen wahr. Genau. Bestätigt. Stationskommando übertrage jetzt. Data received, Moriri. Welcome to Galornden Core. Sending you transporter coordinates now. I've taken the liberty of informing Commander Chulak. I'm sure the director will want to greet you personally. Nun gut. Ich freue mich darauf. Morari, Ende. Landekoordinaten empfangen. Transporter stehen bereit. Lassen wir sie nicht warten. Beamen wir uns direkt herunter. Mhm. Vielleicht nicht in Föderationsklamotten? Egal, es ist totaler Mix. Ja, ja. Ja, wie du magst. Die habe ich, glaube ich, gar nicht. Welche? Die, bei dem Charakter habe ich, glaube ich, gar keine Mühe in Trocken. Achso, wir werden hier eh romulanisch umgekleidet. Genau. Consuming what remains as fuel. And yet, there's one in orbit, just sitting there, peacefully. It looks like reports of the Nakul gaining the ability to control the machines are accurate. We need to find out how, and fast. Your holographic disguises should conceal you while you search the facility. Good hunting. Danke, das können wir gut gebrauchen. Andere Legende. So glänzig. Wir bringen den Planeten zwischen die Baton Rouge und die Projektor in den Planetenkiller. Nur für den Fall. Bleiben Sie wachsam. Informieren Sie mich, wenn sich dieses Ding wieder bewegt. Genau. Okay. Ja. Ist aber auch auffällig, dass gleich vier romulanische Vierlinge. Ich wollte gerade sagen, wir sind eine dezente Klonarmee hier, oder? Ja, ja. Okay. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Genau. Ich könnte einen Klingon unter den Tisch trinken. Oh, viel Spaß dabei. Oh. Kommen wir mit denen nicht reden? Genau, mit einer Kühlwache sprechen. This area is restricted. You need to leave. Now. Wann nehmen wir denn? Ich bin wegen ein Subkommando des Talshia, treten Sie beiseite, oder ich bin wegen Kommandant Chulak hier. Das obere? My orders are clear, Romulan. No one is to pass this point until the meeting is concluded. No one, not even Chulak himself. Okay.
Dann haben wir drei Möglichkeiten. Wie Sie wünschen, fahren Sie fort. Ich werde das Ihrem Vorgesetzten mitteilen, Wache. Oder Sie hätten die Tasche ja lieber nicht verraten sollen, Lakai. Ja, das untere, oder? Ja. Hat die Egel keine großen Auswirkungen. Also irgendwie, diese ganze Ästhetik passt überhaupt nicht zu den Romulanern. Keine Ahnung. Du meinst die Bauästhetik hier? Ja. Der mich erinnert nicht das an, ja doch, es gab eine TOS-Folge, wo diese komischen Pfannkuchen auf dem Rücken festbappten, weißt du? Ja, genau. Da hatten sie so komische Gebäude, aber das haben sie in irgendeiner Art, keine Ahnung, Universitätsgelände oder sowas gedreht. Oder total abgedreht aus, was sie da an Gebäudedesign hatten. Daran erinnert mich das so ein bisschen, aber ja, so romulanisch, gebe ich zu, passt das irgendwie. Ah ja. Ja. Dann gehen wir mal gucken. Trugen wir wirklich eigentlich früher grün hier in dieser Mission? Ja. Ja? Okay. Ich fad. Da links ist, glaube ich, noch ein, mit dem wir reden können. Mit Wache sprechen. Subcommander, it is my duty to inform you that this area is restricted. Sir. Ja, seien Sie sicher, es ist nicht klug, den Tal Shiar abzuweisen, Sohn. Yes, Subcommander. At once. Forgive my rudeness. Access granted. Let me get the door for you. Okay, die Schlüssel zum Pier wurden notiert, Centurion. Das ist aber sehr dringend, reinzukommen, oder? Ja, ich such die Toilette. jetzt geht's wieder. Ich war irgendwie, keine Ahnung, wie hat er sich auf Rennen gestellt, ich konnte nicht abschalten. R ist so eine komische Automatik-Renntaste hier im Game, hab ich damit schon gewundert. Ah, ja. So, im Sensornetz einloggen. Sensoren zeigen, dass die Nakul ein verschlüsseltes Signal zum Planetenflieger senden. Es kommt aus der Kammer, die so schwer von der Nakul bewacht wird. Laut diesen Logbüchern wird jedes Mal, wenn der Planetenflieger neue Anweisungen bekommt, ein Signal zum Kommandokern geschickt, das ihn anhält. Nun wissen wir etwas mehr darüber, wie sie den Planetenflieger steuern. Ausloggen, okay. Genau. Alter, was ein riesen Türknauf hier hinten, ey. Ja, klar. So. Subcommander, I've been instructed to grant you access to this facility. Of course, Subcommander. My family is a friend to Tal Shiar and loyal to the Empire. Access for you and your team is granted. Oh, danke sehr. Pflichtbewusster Dienst für das Imperium wird immer belohnt. Weitermachen. Das Lustige ist dieses hier draußen, dieses Wandus. Ach doch nicht. Irgendwo ist dieses altmodische romulanische. Ah doch, hier vorne. Das ist wirklich das alte romulanische Symbol, das sie in der Serie hatten. Echt? Vor sie, diese Flügel-Dings hatten. Ja. Das haben sie sogar auf ihren Helmen damals drauf gehabt. Krass. Er geht ein bisschen, also ich sag mal, von der Grundform auch ins Klingonische mit diesen Dreiecken, sag ich mal. Auf jeden Fall. Hat sehr, sehr 60-Vibe hier mit den Holzvertäfelungen. Die Holzvertäfelung, der Holztisch. Das Modernste sind hier eigentlich schon die Sofas. Alles oversized. Ja. So, Koordinationslogbuch überprüfen. Achso, kann nur einer zurück. Nee, jetzt kann ich auch. Bitte mal, geben Sie Ihre Auswahl ein. Zugangslogbuch CH22.04.8. The Senate has dispatched an agent from an alien race known as the Nakul. Repugnant creature. But she's of a keen mind and cunning I can appreciate as a Romulan officer. If only her visage wasn't so hideous. She boasts she has a weapon that will turn the tide in favor of Romulus. An old song, to be sure, but she sings it sweetly. Okay. Zum Hauptverzeichnis. Zugangslogbuch CH27.13.1. Krog's mysterious backer, the so-called Envoy, has made an impression in the right circles of power. We'll see if he can deliver, however.
Data on his miracle weapon is due to arrive soon. Those scars, truly hideous. Krog is practically radiant in comparison. Mhm. Zurück zum Hauptverzeichnis. Zugangslogbuch CH31.00.6. My researchers have analyzed the Nakul weapon data. It matches a report we have on an incident in Federation space involving a doomsday machine. If accurate, this weapon destroyed USS Constellation and nearly rid the cosmos of USS Enterprise. It seems Enterprise's thrice-damped captain exposed a vulnerability in the weapon. I shall have to address this with Krog upon her return. Zurück zum Hauptverzeichnis und Zugangslogbuch CH33.14.2. Krog arrives tomorrow, along with her reportedly improved weapon. I believe the envoy will be making an appearance as well. It seems it's the season for guests. If my agents are to be believed, we'll be getting a visit from the Tal Shiar very soon. I'm already suffering the witless bureaucrat from the Senate. To endure the serpents of the secret police is nearly too much to ask of a true Romulan. Okay. Protokoll herunterladen und ausladen. Perfekt. Gut. Na dann, öffnen wir mal den Chulak. Mit Commander Chulak sprechen. Subcommander, if this doomsday weapon lives up to the Nakul woman's boasts, it will ensure the Empire's dominance over the entire quadrant. The Federation and the Klingons will have no choice but to bend the knee to Romulus or face annihilation. Genau, haben wir zwei Antwortmöglichkeiten. Vielleicht. Der Tashia unterschätzt unsere Feinde nicht, besonders wenn sie verzweifelt sind. Oder und vertrauen sie den Nakul Commander? Ich wäre ja für das untere. No. Trust is a hard-earned currency. However, I respect their weapon. Okay. Jetzt können wir doch hier hinten mit Krog sprechen. Greetings, Subcommander. I knew it was only a matter of time before the fabled Tal Shiar came to call. The Nakul have brought a glorious weapon to your empire. You won't be disappointed. I can assure you. Okay. Da muss ich immer bei dem Make-up, muss ich immer an die Buffy-Vampire denken. Irgendwie. Ja. So ein bisschen. Habe ich jetzt nicht so intensiv geguckt damals, aber ich verstehe, was du meinst. Aber wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben bereits einige Planetenkiller gesehen, Krog. Keiner ist seinem Namen gerecht geworden. Oder, das hoffe ich, Krog, um ihretwillen. Ich würde es unternehmen. Ja. Have a care, friend. We don't take kindly to threats. Na dann. Okay. Stellen wir uns mal ganz unauffällig hier hinten hin. Your attention, please. Let's begin, shall we? We thank Specialist Krog of Nakul for joining us. We have concerns about the dangers involved with this weapon. You have nothing to fear from the machine, my friend. Would you be so confident if you were here, Envoy? Utterly so, Commander. Soon, the Doomsday Machine will bring our foes to their knees. Bold words, Envoy. We shall see, won't we? It would seem a demonstration is in order. See to it, Krog. As you wish. Shall we, Commander? Very well. Show me what this beast of yours can do. It will be my pleasure. Enjoy the show, interloper.
They are using holographic disguises. Guards, deal with them. Wird wir? Upsie! Die haben was geändert. Die haben den Speicher ausgetauscht von dem Leutchen. Wie heißt er noch? Vom Xanten, genau. Boah, blind. Gibt's hier eigentlich gar keine Musik oder die kriegt das irgendwie aus? Ich hab die Musik aus, ich kenne. Ah, okay. Schon mal runter. Okay, ist aber auch nicht die Postmusik, die ich jetzt gekriegt habe, oder? Nö. Bleiben wir hier drin, hier können wir es eigentlich ganz gut verteidigen, würde ich sagen, oder? Okay. Ja. Alle Romulaner beseitigt. Jetzt müssen wir nur mal hier wieder. Oh, da kommen noch welche. Okay. So, haben wir Zugang dazu. Mhm. Öffne die Tür, zwingen. Nice. So, ich platziere mal eine kleine Überraschung hier für die Jungs. So. Was ist das? Das Steuergerät. EPS, Energiekupplung deaktivieren. Das ist jetzt Herr der Elemente hier, oder? Ich habe alles schon in neuen Riesermodulen benutzt. Kontrollausrüstung heraufgeben. Okay. Die Nakula-Rüstung ist sicher an Bord. Wir können jetzt herausgehen. Energie. Der Kampf kam mir hier früher auch anstrengend davor. Das haben sie auch ein bisschen runter genervt, oder? Mhm. We're trying to get our computer to interface with that Nakul control console, but their tech is quite advanced. I need at least 5 minutes to integrate it. Sie haben zwei. Da draußen sind eine feindliche Flotte und ein Planetenkiller. Your uninvited guests will make a fine target for the weapon, Chulak. Ja, muss das jetzt sein? Die Schiff ist frisch gestrichen. Keep it up.
Phaser sollten wir. Targeting us again. We need to move. Und was jetzt Sorgen macht, ist noch hier schön die Sicherheit hinter dem Ding. That was close. Das ist total close. Ja. Auch wenn es auf der Organisation nicht mehr gucken möchte, diese Transmitter aktivieren kann ich jetzt. Activating Shutdown Protocol. Oh, ja. Now. Something is wrong. It's not working. It's firing indiscriminately. Destroy the Doomsday Weapon and the core ships! Now! The fabled Romulan Treasure at last! Your reflection, Romulan! On to the attack wing! Fire torpedoes into that thing's maw! All ships, protect the planet from that machine at all costs! So wurde der Galondon-Kern zu einem Unternehmen. Hast du eigentlich auch überlappende Musik aus normal SEO und TOS-Musik gehabt, oder hast du die Musik gar nicht an? Ich hab's runtergedreht, aber ich hab's auch gehört. You helped us with the traitorous Nakul, and that earned you a reprieve. For now. Leave, while you still can. I won't ask twice. Wie Sie wünschen, Commander. Ist weg. Dennis würde sie gerne auf seinem Schiff treffen, sobald wir im 2500 zurück sind. Sagen Sie ihm, ich werde gleich da sein. Zurück zum Sektorenraum. The Nakul ship must have detonated within the Doomsday machine. Disrupted it somehow. This must feel like a Pyrrhic victory at best, too. And, occupational hazard, I'm afraid. I'll be fine. What matters is that Chulak and his allies would have killed billions had their plan succeeded. Instead, his life is a cautionary tale, forever disgraced by his loss here today. Okay, können wir noch eine Mission abgeben? We stopped them this time, at great cost.
Clearly, the Nakul and their leader, this envoy, are willing to do anything to win this war, even commit genocide. It's unfortunate that Chulak didn't stand up to the Nakul sooner. It might have prevented this tragedy today. Jo, da kann man sich noch zwischen ein paar tollen Sachen jeweils auswählen. Ich bin einfach mal das da. Oh, ich habe sogar ein TOS Neutrino Deflektor Schild. Bist du hier eigentlich bei mir in der Nähe? Ja, angeblich ja, 45. Ja, ich bin durch. Warte mal. Du bist 0,45 mehr schon. Bist du? Da unter. Ja. Und ja? Ach, da rum bist du. Ja. Rudi. Ja, das war der Einstieg. Genau. Weiß gar nicht, warum wir da mal so viele Folgen daraus gemacht haben. Teilweise haben wir mal Doppelfolgen gemacht, ja. Keine Ahnung. Psst. Aber ich nehme an, die Kämpfe haben einfach länger gedauert und deswegen hat sich das alles ein bisschen hingezogen. Ja, die Kämpfe waren wesentlich. Ich erinnere mich, ich habe das neulich mit einem Charakter gespielt, der nicht so gut ausgerüstet war. Mhm. Und ich bin mehrmals ausgelöscht worden von den Nakula allein. Weil ich die Ausrüstung noch nicht hatte. Ja, das kann gut sein. Und man, damals, finde ich, war es auch mit ihren komischen Schildausgleichen von den Personen auf dem Boden wesentlich krasser als heute. Genau, richtig. Judy, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei Toni fürs Mitmachen. Wenn es euch immer gerne hat, dann ne, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Und ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja, genau. Hummel, Hummel. Was?